Heute ist Dienstag, der 20. 20. Moment. Wollen wir mal gucken hier. 20. Dienstag, der 20. Dezember. Und bei strahlendem Sonnenschein werde ich mich jetzt auf den Weg nochmal ins Valley machen. Eine Weihnachtsansprache durchführen an meine lieben Abonnenten. Habe ich Bock drauf. So, warte mal. Jetzt muss ich erstmal meine Xiaomi-risieren lassen. Der Akku ist völlig leer. Jetzt habe ich den am Ladegerät hier dran. Ich hoffe, das funktioniert. Habe ich vergessen aufzuladen. Ich Nase. Er blinkt. Ich werde einfach mal laufen lassen. So, meine lieben Freunde, ab ins Valley. Das schöne Wetter ausnutzen, weil wir müssen spät dran heute. Hab noch ein bisschen was zu tun gehabt, sozusagen. Da hinten haben sie eingebrochen, ein Auto. Haben sie die Seitenscheibe eingeschlagen. Das sieht da hart aus. Da ist jetzt gerade die Reinigungs... also die Security war da. Und die Reinigungs... Crew ist da gerade angerückt, die ganzen Glasscheiben, also die ganzen kleinen Glassplitter von dem Seitenfenster, was eingedonnert worden ist, aufsammeln und sauber machen. Und die beiden Mädels, die stehen da natürlich total verdröppelt, direkt in der Nähe des Fahrstuhls. Und ja, und ich habe ziemlich weit abseits geparkt. Aber wer weiß, was die im Auto hatten. Das spähen die ja aus von außen. Ob da was drin ist, was sich lohnt. Also wenn die Karre voll ist, dann gehen die da rein, ne? Und wenn die Karre leer ist, ja, dann bringt es nichts, die Scheibe einzuschlagen, weil dann ist nichts zu holen an der Kiste. Ne? Also die müssen da irgendwas liegen gehabt haben im Auto, was für die Jungs von Wert ist. So ein Stück Schokolade oder sowas, das ist für die Jungs nicht von Wert. Aber Handtaschen und so ein Zeug, da gehen die gerne bei. Deswegen kleiner Rat, immer Sachen außerhalb der Sichtweite wegpacken. Am besten ein Handschuhfach noch aufmachen, damit die sehen, da ist nichts drin. Und alles, was an Wert ist, aus dem Auto raus. Keine Handys im Auto lassen, keine Kameras im Auto lassen. Alles mitnehmen. Kleiner Sicherheitstipp. Hier, Las Vegas, ist Gangster City. Ich bin auch schon weihnachtsmäßig, seht ihr das? Ja, so renne ich auch im Casino rum. Da kenne ich ja nichts, ne? Da scheiße, meine Brille. Moment. Hilfe. Ja, der Perle, ne? So, hier ist voll wie Stop. Warte mal. Moment, jetzt muss ich erstmal im Schatten anhalten. Ich muss erstmal gucken, meine Xiaomi risiert. So. Mal gucken hier. Ja, das kann man ganz schwer erkennen hier. Seht ihr das? Da blinkt die LED. Und von vorne könnte ich es natürlich auch sehen. Kann ich nicht sehen. könnt ihr sehen, dass sie da rumblinkt. Ne? Das bedeutet natürlich, dass sie an ist. Die Akkuklappe war nicht richtig zu. So, nun fahre ich mal los und übergebe der Xiaomi das Zepter ab ins Valley. Das tolle Wetter noch ausnutzen. Dahin kommen schon die ersten Wolken. Das soll den Rest der Woche durchwachsen sein. Mit ein bisschen Wolken. Da dachte ich mir, den letzten schönen Tag, den nutzen wir noch mal aus. Und fährst ins Valley. Auf Feier. Vielleicht fahre ich morgen auch noch mal ins Death Valley. Muss ich aber mal checken, wie das Wetter da wird. Also morgen soll es nicht so gut werden. So, ab Mittwoch soll es ein bisschen durchwachsen sein hier in Las Vegas. Warte mal, das muss, kann ich mich ja eigentlich vorsetzen, ne? Kackfrech. So. So, getankt habe ich ja gestern auch. Das wisst ihr, glaube ich, gar nicht. Ne, wisst ihr nicht. Ich habe getankt, wieder reingepiest, Circle K, $25. Da dachte ich, 25 passen da mindestens rein. Ja, bei 20 war schon wieder voll. Ne? Das geht gar nicht. Also die Karre ist echt spritsparend, ne? Also unglaublich, was ich am Meilen gerissen habe und wie wenig Sprit er gefressen hat, ne? Wie wenig getankt ich habe, ne? So, ich übergebe das Zepter jetzt der Xiaomi und dann will ich die Strecke nochmal filmen bei schönem Wetter. Ihr kennt sie ja bei etwas dösigen Wetter, aber jetzt mache ich mal richtig, jetzt ist richtig blauer Himmel, jetzt ist toll, ne? Beste Wetter für das Valley. Da wollen wir uns noch ein bisschen rumtreiben und dann werde ich da eine Weihnachtsansprache machen, sozusagen an meine Abonnenten. Weihnachts- und Neujahrsansprache. Machen wir so, so, ne? So. Tschüss. Das wird bestimmt wieder schön bekloppt. Bye bye. So, jetzt läuft die Kamera wieder. Also das sieht wirklich so aus, als wenn die ja vorhin mit dem leeren Akku sozusagen gestartet. Das haut nicht hin mit dem Aufladen und gleichzeitig Aufnehmen. Das geht nicht. Sehr interessant. Ich dachte, man könnte die Kamera...
parallel noch laden. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Scheiße, hab ich vergessen, den Akku zu laden. Ich zappel. Naja. Kann passieren. Und bremsen hier, ne? Ah, der Wagen, der ist klasse, ne? Der fährt wie auf Schienen. So, also mal gucken hier. Hier kommt was. Von links kommt von rechts kommt auch nichts. Entschuldigung. Ja, ich mag die nicht. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie finde ich diese ganze Scheiße. Mann, sehe mir das nach. Aber ich meine, finde ich genauso scheiße. Ne? Diesen ganzen Glaubensspinner, damit komme ich irgendwie nicht klar. Ne? Weil die sind mir einfach ein bisschen zu radikal. Ne? Irgendwie. 45 hat man hier. Fahren wir auf 45. Na gut, fahren 50. So. I don't need a map. Okay. All right, just stick this on your windshield for me. Make sure you watch your speed, okay? Yeah, okay. You have a good day. You too. Bye-bye. Geschwindigkeit ein.
Ja, funktioniert sie noch? Ja, läuft noch. Wir sind da. Ich werde mal da reinlatschen und da meine Weihnachtsansprache halten. Bis gleich. Ein paar Meter. Können wir müssen was sehen? Jo, ne? Ich drehe das mal ein bisschen weiter. So. So sollte es eigentlich gehen, ne? Sollte normalerweise einigermaßen stimmen. Da oben stehen Leute drauf, Hammer. So, dann wollen wir erstmal die Gegenlichtblende hier draufschrauben. Zack. Und dann mal die Burschen da oben fotografieren. Ja. Habe ich sie. Habe ich sie im Sack. Lauf los. Auf dieser Seite war ich auch noch nie. Mal gucken, was hier so zu finden ist. Ob wir hier eine gute Location finden für meine Ansprache. Oha. Das ist nicht so prickelnd hier. Das ist nicht so schön. Rumlaufen. Ne? Okay. Ja, lass mich doch davon noch mal bis zu diesem Wasch gehen, genau. Hier machen, ne? Oh, mein Fuß so scheiße. Zum Kotzen. Auch schön windstill. Mein Fuß macht Aua. Eigentlich gar nicht so gut, was ich hier mache. Humpel ich mich hier mal so längs. Ah, hier sind Spuren. Dann folge ich mal. Ah. Aua, aua, aua. Ich da rüber. Ne? Mal schauen. Ui. Aha. Aha. Oh, wie schon, wie ich finde. Soll eigentlich das Ding sein. Einfach mal außen rum auch in den Wasch rein, wenn da ein Wasch ist. Aber da müsste eigentlich ein Wasch sein. Oh.
nicht so schön die Ecke hier. Ja, machen wir das mal so. Pass mal auf, ich bin von oben gekommen. Dann laufe ich einfach runter, ne? Ist doch wurscht. Aber alle Zeit der Welt. Folge ich einfach mal diesem Abfluss sozusagen. Hier seht ihr mich mit meiner Weihnachtsmannmütze. Okay. Ah, mein Fuß, so Leute. Es ist zum Kacken. Haben sie das beim Stratosphere-Park aus dem Auto da eingebrochen, ne? Hammer. Lass mal gucken, hier brauche ich gar nicht weitergehen, hier komme ich sowieso nicht runter. Ich werde hier einfach weitergehen. Gucken, was passiert. War ich noch nie. Jetzt könnte ich die ganz gut fotografieren, die Burschen, die da oben stehen. Kann ich euch hier mal einblenden. 3 Stück sind das. 2 stehen auf dem Stein und einer ist gerade wieder abgehauen. Schon Ecke weg. Wosch. Das sieht auch dekorativ da vorne aus, ne? So. Knips, knips. So, sind wir hier auch schon unten. Und dann will ich das nachher wie folgt machen. Dann gehe ich hier den Wosch wieder zurück auf die Straße und das die paar Meter an der Straße vernünftig wieder zu meinem Auto. So ist der Plan. Meine lieben Freunde. Ja, das könnte doch ganz interessant sein, da mal reinzulatschen. Gucken, was uns da so erwartet. Oh. My foot. Perle, alter Jammerlappen. Das ist eigentlich genau das Falsche, was ich hier mache. Ne? Ich sollte ihn eigentlich ein bisschen ausruhen. Ne? Ja, das ist doch mal ein Knipserchen wert hier. Warte mal. Das ist doch mal nett. Okay. So, sind wir hier in dem Bosch drin. Hier sind auch schon ein paar Spuren. Ich laufe den hier einfach mal längs. Mal gucken, was passiert. Okay, ist das. Hier ist der Bereich, wo ich vorhin da oben stand. Wo ich dachte, na, wie kommst du hier wohl runter, ne? So was mache ich immer ganz gerne mal so in so einem Bosch rumlaufen. Ich bin nicht der Erste, seht ihr? Ganz viele Spuren. Ganz feiner Sand. Ich höre die da oben quatschen. Okay. Lass mal schauen. Ja. Könnte man. Ne, bringt nichts. Aber hier.
Cookie. Ein Tümpel. Ja, das müssen wir. Den müssen wir umlaufen, ne? Nützt ja nichts. Dann gehen wir hier aber mal hoch. Okay. Hier in den Felsen muss man auch mal gucken, ob man da irgendwas findet. Irgendwas rumgekritzelt worden ist. Manchmal sieht man da was, aber hier nicht. Okay. Das ist auch schon mal eine gute Location für meine Weihnachtsansprache. Sozusagen. Nett. Ich glaube, hier mache ich meine Weihnachtsansprache. Das ist doch schön hier. So, ich mache mal die Kamera aus und mache erstmal Laber-Laber. Bis gleich. Da kann ich mich auch hinsetzen. So. Zack.